Ah, über Twitch wird gestreamt. Ja, das könnt ihr ja dann konvertieren, das siehst du trotzdem auf YouTube. Das könnt ihr auch rüberschieben, das ist kein Problem. Oh, ich hänge genau im Arsch vom Stall hier. Jetzt auch. Ja, so ein gelber Streifen vor mir. Na, warum streamt denn die nicht alle auf YouTube? Das geht doch. Du kannst auf YouTube mehrere Streaming-Kanäle machen. Ich hat Probleme irgendwie, scheinbar. Ach so. Da hat geschrieben, er hat irgendwie Probleme mit der anderen Lobby noch. Komm auch nicht auf die Strecke, schon auf der Strecke? Ich ja, bin nicht auf der Strecke, ja. Komm nicht drauf. Der macht bei mir hier nicht offen. Ich kann nichts drücken. Du musst halt im Chat reinschreien, wenn es geht. Okay, komm. Na, ja, jetzt. Warte, geh mal außen wieder rein. Hier ist ein Anschluss. Na, ist halt so, auf Konsole bist du halt immer abhängig vom PSN. Ne? Oder halt von Xbox Live. Wenn du auf dem PC spielst, dann bist du halt nur abhängig von den Servern, raus. Von den Anbietern, mehr nicht. Dieses ganze Spiel, das guck ich mal. Also in Assetto habe ich einen eigenen Server, ne? Ja, das meine ich ja. Da ist es nur abhängig von dem einen Server. Wenn da was hängt, okay, dann macht halt jemand anders. Nee, das Ding auf seinen. Einfach mal den Server neu und gut ist, ne? Vom Laden, scheiße. Also, falls von euch jemand Zeit hat, kann man ja Anton beschreiben, weil der gerade nur Stream ist, kann man euch beschreiben, wer das erste Zeit hat. Ach, bei Twitch mitmache? Ja. Ach, gut. Wenn ich über Twitch schon nachdenken, dann gucken wir. Ja. Nur nichts irgendwie. Oh Gott, was mache ich denn? Ja, du, hier im Bot. Ja, Chemo, da. Das hab ich schon mal gehabt, irgendwo bei der, wo die Streckenwettereinstellung da geändert und dann ist nichts mehr drin. Höhere Gewalt, kannst du nichts machen. Ja, ist gut, aber das ist ja nicht. Da stehen die. Und nicht hinter Express. Ja, der fährt hinter mir. Und vor mir fährt Kotzbär. Die habe ich vorbeigelassen. Ja, aber ich komm drauf. Ich wollte eigentlich Abstand lassen, aber mich beide überholen. Jetzt die Schikane beide jetzt schon gekracht. Da will man nur ein bisschen Abstand lassen. Okay, ab hier. Er fährt rückwärts in die Boxe, was ist denn falsch? Das geht doch überhaupt nicht, die Typ. Ey, das geht nicht. Den, ja. Mit der Strafe bleibt kurz in der Box stehen und dann schmeißt er das Kissen wieder raus. Ich weiß nicht. Über eine Runde wird, glaube ich, sogar bei Null. Wer denn eigentlich? Der, Express. Champion. Ah, okay. Kann mich in der Box bewegen, Alter. Sein Auto hat nicht mal gebunden. Ich hab schon den Stadion jetzt rein, aber das ist sofort mein. Mehr Probleme, absolut. Karte noch mal raus, Franz noch mal raus, dann wird es immer noch. Ja, da war immer noch dieses Zeitenproblem ist. Ich war gerade kurz vorm Zielen, da hat er noch gerade mal 5 Sekunden angezeigt. Und das war schon die zweite Runde. Ja, ich habe 20 Sekunden fahr auf meine erste Runde. Ah, ich habe auch wieder den Bock, ja. Die Zeit ist wieder komplett voll. Aber jetzt ist wieder normal. Das war jetzt, habe ich gute Zeit gefahren, jetzt wird es nicht gewährt, jetzt war ich gut. Los. Ja, ich war auch. Meine Zeit war richtig schnell und oder nur. Oder 11 Stunden. Ganz toll. Ja, sind auch wieder welche auf der Strecke. Oh, ich bin mal super schnell gefahren, jetzt bin ich in der 2 anderen. Oh Mann, ich bin so kurz. Oh, leck doch am Arsch, geh ich wieder raus. Ganz ehrlich. Bleib drin, die nächste Zeit dort. Ich hab eine Runde gegen, ich hab Schaden, bin rausgeflogen, das hat mir jetzt. Ich war so nah dran, ich konnte nicht mehr ausweichen, musste ich rausfliegen.
Die waren so langsam von mir eben. Ja, meine erste Runde auch nur eine Minute. Meine erste Runde war 519 Minuten irgendwas. Meine ist 1193. Meine zweite Runde. Alter, bin eingeschlafen oder was letztes Jahr? Oh Mann, was geht ab? Vielleicht auch einfach, weil er bisher die erste Wette des Platz gefahren hat. Ja, genau. Wie viel Zeit habt ihr jetzt stehen? Ich hab normale Zeit stehen jetzt. 2 Minuten, aber ich nicht. Aber unten die Zeit ist falsch, als sie hier oben steht. Ja, ne, unten überhaupt gesagt. Achso, ja, da unten ist. Ja, da hab ich gerade 2 Minuten 4. Ja, ich auch, genau. Ja, guck mal an, der BMW, Alter. Eine Sekunde Vorsprung. Ja, der ist ganz gut, Albert Barber. Aber die Zeit ist noch nicht so gut. Also schon gut, aber da war mal, glaube ich, schon schneller. Da bin ich nicht mit viel schneller, aber die Runde hier wird, glaube ich, nicht. Lass mal gucken, ich muss jetzt erstmal eine Werte fahren. Mike bei mir, Alter. Ich muss vorbeilassen. Jawohl, das hat er gemacht. Gut damit. Die andere Flash schneller zu bremsen. Und der Check-in ist eigentlich nicht der beste, der BMW verhilft ihm auch eine gute Zeit zu machen. Aber warte. Fuck you! Ja, aber ist ja noch Zeit, ne? Ja, ich weiß, ob ich wollte mal da stehen. Ja, das ist schon mal gut. Ne, Zeit ist gut. Ja, ich kann das aber auch schnell aufnehmen können. Mal gucken. Bremsen wir mal noch ein bisschen nach hinten. Ich will einfach nur alle Zeit bekommen, weil ich jetzt ein Video starten muss. Ja, deswegen hab ich auch gesagt, fuck, nur da reicht mir jetzt. Die ist schon recht vorne, so. Hier wird ja noch umgehen. Da lag eine Menge Zeit, aber Schritte. Also bei mir hab ich jetzt keinen, jetzt bin ich selber schon, wenn es nichts klappt. Bremsen nach hinten ist auf jeden Fall angenehmer. Na, mal gucken, was es wird. Alter! Das ist eine Hochzeit, die der da drin geschnitten hat. Mit einem halben Tank. Na ja, gut, der hat auch schon ein bisschen mehr, aber ist auch was. Da muss erstmal ein Start wegkommen, ne? Ich denke, die BMW schaut ganz gut. Vergiss mal, BMWs sind die einzigen Autos, die von sich aus mehr Aerodynamik aufbauen. Wo die Karosserie Aero aufbaut. Aber schneller. Das 41.1 habe ich jetzt. Ja, ich habe auf jeden Fall nie gedacht. Na, fahre ich in die Boxe. Ja, die Frage ist noch, welche Zeit wird jetzt gewertet? Ich bin ja schon viel weiter als ihr. Ich habe ja 5 Minuten. Ne? Ich habe nur noch 5 Minuten. Ja, aber jetzt steht schon mehr. 9, glaube ich. Ja, siehst du? Ja, ich bin aber als erstes drauf gefahren. Ja, wir hatten den Nightbug, er nicht, deswegen ist die Frage, was die Chebo? Wenn der die normale Zeit sieht, kann er ja nichts für. Achso, ich bin ja nicht, bin nicht mehr Lobbyhost, genau, er ist Lobbyhost. Kann er nichts mehr machen. Ey, ich fahr heute so schlecht ohne Scheiß. Knapp.
auch große Pellen. Ja, ich hole jetzt auch, weil ich habe geschafft, dass die Zeit nicht mehr gewählt wird. Ja, deswegen gern. Jetzt gucken, dass ich meine Zeit noch einmal verbessert krieg. 51,8 oder 51,1 jetzt gefahren. Bei dem Mike ist wirklich ein fairer Fahrer. Du merkst, okay, da ist jemand hinter mir, der mich mit dem Boden fährt. So. Also wirklich, wo ist der denn, Alter? Dann lässt er dich aber vorbei. Also ich finde jetzt wahrscheinlich ist bescheuert, aber ich habe das Gefühl, bei meiner Lobby war mein Internet so gut. Ich habe irgendwie so ein bisschen anderes Gefühl gerade da. Was kann hier eigentlich nicht sein? Ja, oder die Wettereinstellung von uns übernommen. Das ist quasi noch das alte Griffteil einfach verstellt worden. Ich trage tatsächlich die Kurzbett von mir, das gibt's nicht. Naja. Komm, 4, 4, 4, 4! Ah, 3! Scheiße. Zwei Kurven verschissen. Wo ist noch schon das? Komm, Baby, hier. Komm, gib mir neue Schluffe und mach hier. Ich bin wieder Ärger gepackt. Ich hasse dieses Stück wieder Pest, aber nach der Zeit mehr sehe ich, dass ich mitfahren kann. Ah, verdammt! Wollte die 50 da haben. 71 mit 6. Mich auch, vor allem sehe ich die Zeit zwischen dem ersten hier immer schnellsten. Was ist das? Das ist. Verbessert meine Zeit offensichtlich nicht hier. 13.000 langsamer. Scheiße. Kurz werde ich noch fertig gehabt, aber ich glaube, es wird nicht mehr. Ah, scheiße. Bei 10 Millionen die Liste. So, ich fahr nochmal Box, mal gucken, was da kommt noch. Kotz behängt an der Kurve, ja? Ja, komm, ich geh mal hier.
seine Hotlap. Ihr habt noch zwei Runden. Wir auch, im Auf- Backup. Da sind die rausgegangen. Sind. Da wird erst zwei Runden was gearscht. Man kann schrauben, während man fährt. Scheiße. Hä? Das war nicht gut. 1,50, 046. Oh. Stimmt, wer darf überhaupt noch fahren? Ja, nur die zwei, wo rausgegangen sind, angeblich, aber wir haben auch den Cyber gehabt. Ja, ja. Das hat einer schreibt. Ah, egal, ich lasse den so stehen. Oh, Rico, du wurdest geschlagen. Was sollen wir denn jetzt machen überhaupt? Keine Ahnung, wir fahren jetzt Parade, komm, warte, bleib da. Ich bin jetzt da. Ich bleib jetzt hier hinten stehen, schreib jetzt, bin auf dem Klo und fertig ist der Lack, Alter. Was soll denn das? Wir fahren jetzt zu Train, genau, komm. Wir fahren jetzt an der Train. Muss wieder mein übliches Ding abziehen. So, bin mal auf dem Klo hier. Ach, scheiße. 1,49,9, ist der behindert? Ja, das ist. Ist das Chicos Lenkrad oder was? Ja, das finde ich mir auch was. Mach mal gerade einen Screenshot, Alter. Ich bin jetzt gerade bei 13 Typen. Ich stehe schon ein bisschen rum. Alter, was ist das? Alter, jetzt ist es durchgebrannt. TKS hoch machen. Da auch so alle Ghosts rum, Jens steht falsch rum auf dem wie so ein Ghost ist. So, stehe ich hier und gammel rum. Was ist denn los? Ja, ich habe gerade mal einen Screenshot gemacht, also ich stand hier schon ein bisschen rum und waren jetzt 13:30 oder so. Ja, wollen das Fersen wieder möglich halten, alles klar. Jetzt wird es bei mir 15. Ja. Ja. Naja. Ich hab's gerade zu. Ich schreib's auch im Schema gerade in der WhatsApp-Gruppe von den Streamer und Admins. Dass wir 4 Minuten Startback hatten und so weiter. Naja. Ja, ich hab jetzt mal 12 Minuten paar angeschrieben. Ja gut, da bin ich mal gespannt. Der Kurzbär vor mir und hinter Ricardo fährt. Aber also Bär, ich meine, wir haben ja. Ja, aber er fährt Schaltung wie Ricardo und ich fahre mal. Da bin ich mal gespannt, wie die Starts verlaufen. Na, und, selber schalten bist du eigentlich am Start schneller. Also wenn du diese Fahrschule, diese ersten zwei Missionen fährst, bist du mit selber schalten schneller. 1,49, ja. Alter, bummst dich, Junge. Ganz ehrlich. Ja, ja. Alter. Er hat das Finale begonnen. Du bist ungefähr halben Tank gefahren, also. Erster und dritter ist BMW, ja. Warte, jetzt schon begonnen, ich bin rauchen, Alter. So. Und ich hab nicht mal. Ich hab grad bei Bier ausgetrunken, scheiße. Oh, ich hab trinken. Kacke! Ich hab mal Kaffee fertig. Ach so, geil, BMW. Stilbruch, BMW, Stilbruch. Kurzbär. Boah, ich bin noch bis am 12. runter, das ist immer scheiße. Einer fehlt noch, ne? Einer ist. TK ist jetzt mal wieder hoch.
Ja, ich bin noch kurz her. Oh, scheiße, Mann! Alter. Kann starten, ich stehe komplett auf Gas. Ich komm nicht. Oh, da steht 4. Ah, das muss neu starten. Ah, da macht der keine Neustart mehr. Alle müssen alle im Arsch, ey. Ja, bei mir ist Aufhängung im Arsch. Scheiße, Mann. Ich konnte nicht ausweichen. Vier Autos stehen, ich auch nicht. Ja, ich kann nicht, Na, dann schreib's rein, dass du halt startbar hast. Fertig ist der Lack. Ja, ich bin da dabei. Ja, alle kann jetzt sein. Wir haben 5 Stück Motorschaden kaputt. Oh, hey, hör doch auf, du kannst schon Gerät starten. Sorry. Bei mir steht auch Fehlstart werden bestraft, weil ich zum Rennstart auf der Ja, bei mir auch. Ich hab keine rote Phase dafür. Ich hab oben die Ampel stehen, mehr nicht. Also Ampel, aber ja, Ampel leer. Ja, genau. Anfang an auch. Ganz ich bleib jetzt hier auch erstmal auf der Strecke stehen, Alter. Also ein bisschen müssen wir mal ausnehmen, ne? Ehrlich, Alter. Da bin ich jetzt mal gespannt, ne? Aber ich werde einfach laufen lassen, die angekündigt, ne? Ja, es ist gut, ja, ganz ehrlich. Ja, die BM, Alter, die... krass. Ja, ich bleibe wahrscheinlich überrundet. Bei mir steht noch wirkliche Zeit eine Stunde, ne? Ah ja, bei mir Startpack. Ich hab jetzt... mit 150 hier oben, schreibt noch mal rein, lauter Motorschäden und so weiter, also... halbe Feld fährt vielleicht, das ist ehrlich. Wie gesagt, ich gehe nicht von der Strecke runter, also da muss ich nicht. Das ist doch ein Witz, ehrlich. Schreibt rein alle Motorschaden und alles. Das ist doch ein echter Witz. Bitte in die Box, aha. Ja, ganz vergessen. Ja gut, die haben ja angekündigt in der Regel spät. Auf der anderen Seite, eigentlich haben sie recht, aber sie waren trotzdem assoziiert. Ja, kurz kein Weg. 12 Minuten Fahrt, Alter. Jetzt darfst du gar nicht am Rennball irgendwo als Deck. Da musst du denn nicht, scheiße. Deswegen bleib doch gerade mal bestehen, Alter. Ja, du kriegst ja wieder Strafe, das findest du ja auch nicht. Ja, ich geh jetzt so langsam runter, weil ich weiß nur, dass sie das gerade mal riskiert haben. Weil die mussten sich gerade einmal für beistellen, das wollte ich nicht. Mann, Mann. Dafür haben wir jetzt 2 Wochen trainiert. Dafür habe ich echt 3 Stunden trainiert, ich bitte um. Ja, du bist wo wir da mehr. Ja, aber ich bin ja auch nur 4 Sekunden lang, Mann. Ich war total nicht sicher, Alter. Das ist schon krass. Das ist echt krass. Ich frage mich, warum ich noch mitfahre. Aber gut, wir brauchen die Punkte. Na, was soll denn das, Mann? Ganz ehrlich, ich lade jetzt mal gerade zu Party. Ich lade den gerade ab und zu Party eingeladen. Und ziemlich lang kommt er an, wenn der Fisch wird. Ja, das geht ja nicht. Das stimmt doch. Ja, gut, das ist die. Ja. Wie viele hatten den Start? Ja. 5 Leute! 3 also? 5? Siehst du? Ne, 4 hatten, glaube ich, Spark und 3 haben Motorstand. Und 13 Starter waren der bloß. Ziemlich behindert. Ich verstehe es ja, wenn einer mal einen Bug hat, aber so, also sorry. Ja, hey, dann bin ich alles, ne? Ja, schreibt doch mal rein, Alter. 4 Leute Startbug, wird nie restartet. Was soll denn das? Express steht immer. Guten Abend. Ach, das ist Horror heute. Mega scheiße, ja. Vor allem, ja. Ich hab mit 3 Leuten Motorschaden und 4 Fahrten und trotzdem machen wir kein Reset. Das ist echt krass. Also das ist echt krass. Ja, das ist, also ich habe jetzt gerade auch mit zum Ulf, haben da gesprochen, das ist halt, wir sind dann halt immer in so einer blöden Situation. Machst du jetzt einen Restart und gehst die das Risiko ein, dass die Leute jetzt, die jetzt fahren, dann vielleicht stehen bleiben, ne? Das hatten wir ja im letzten Rennen auch in letzte Woche in Gruppe 4. Ja, da war das auch ähnlich. Ja, aber es fährt fast keiner mehr. Wir hatten Motorschaden, weil wir alle den Städten hinten reingekracht sind. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr mitfahren. Ich habe eine Minute nach einer Runde. Das bringt mir das Fahren auch nichts mehr. Also das habe ich auch mich 2 Wochen trainiert habe.
die anderen auch, ja. Alle für den Arsch. So viele. Also gerade wenn so viele halt den Startbar kamen, ist es halt schon kacke. Ja. Wenn einer ist okay, oder zwei. Aber ein Drittel im Start, boah, ein Drittel im Start, das kommt gar nicht los. Echt krass, ja. Mhm. Also dann noch vier Unterschied oder sowas. Echt scheiße. Ich glaube drei waren an der Box mit zwei waren, habe ich gesehen, mit Motorschaden, ob da jetzt drei oder vier waren, das weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht so gesehen, aber ja, kann gut sein, ne? Also die sind alle, die sind ja alle ineinander geknallt, ne? Ja, ja, klar, aber die anderen drei standen, wir fahren alle hinten rein, der Michael auf zwei. Ich war natürlich der beste Bremsteil. Ja, ich verstehe, wenn einer mal stehen bleibt, aber das heute, das ist also Katastrophenschaden, ehrlich. Ja. Kann ich auch nur so bestätigen, ist einfach Katastrophe, aber ich glaube, wir können, wir dürfen Regeln, auch keinen... aber wenn doch so viel, ich verstehe halt dann Regeln, aber naja, ja. Ja, aber das muss halt nachgeholt werden oder so, irgendwie sowas. Ob man so besser macht, also naja. Ja, das muss man definitiv mal besprechen, ne? Ob das, also ich will für sieben Leute nach der ersten Runde nicht fahren, das kann nicht sein, also sorry. Aber ich habe jetzt vier gezählt. Ja, aber wir hatten Motorschaden. Ich was sag ich denn dann noch? Wir sind zu dritt mit Motorschaden da rumgefahren. Das tut gar nichts. Also, wir tun da die ganze Strecke entlang. Was fahr ich denn da? Das ist ja auch ein Witz eigentlich. Also eine Minute nach einer Runde. Also bin ich eigentlich nicht gefahren. Das ist ja... Sorry. Was soll ich da jetzt noch holen? Ja gut. Ich war in der gleichen Situation, ne? Und ich hatte auch Motorschaden. Jetzt nicht im letzten Rennen, aber davor. Und musste halt... Dann was soll ich dazu sagen? Ist halt einfach so, ne? Ja, das ist wahrscheinlich aber beim Fahren passiert, ne? Nee, war am Start. Und das Ding ist, man macht einen Restart, dann ist das unter den anderen gegenüber oder dann meckert da einer und es ist halt sehr schwierig, da jemanden oder allen da zu machen. Wir haben das jetzt schon, wie gesagt, jetzt mit ich hab das jetzt nochmal, ich glaube der CK und der M. Franzen, wo wir gesagt haben, okay, ihr habt noch zwei Runden, ihr habt nicht reingekommen seid, aber alle Ligen, die sind gerade total buggy, ne? Wir wissen nicht, was da los ist. Wir haben nicht mal eine volle Qualizeit gefahren, wir sind effektiv vielleicht 10 Minuten gefahren oder so. Ja. Dann habt ihr halt gesagt, das wäre schon vorbei und Ende. Wir standen 13 Minuten nicht mal, wo du gesagt hast, geschrieben hast, fertig. Krass, ja, bei mir nach der fünften Runde fing die Zeit richtig an zu pellen. Also wir hatten, das sieht auch im Stream, das ist jetzt ganz komisch irgendwie. Genau. Ja, das hatten wir auch. Meine erste Boxenrunde, also die erste Runde war eine Minute. Ich weiß nicht, ob ich noch 300 PS mehr hatte oder so, aber... So, ach krass, ja, das ist gar nicht aufgefallen zum Beispiel. Wir hatten alle die Zeiten, war gut. Meine zweite Runde, wo die erste gewertete war, schon 500 Minuten. Und dann ging es erst los. Und dann habe ich mir Schaden eingefangen, weil ich dann, ach, alles scheiße. Oh Mann, ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen, aber ich werde jetzt keinen Restart machen können. Ja, jetzt geht's ja nicht, hätte man dann gleich machen müssen. Ja. Aber das ist halt immer so ein... Das müssen wir auch mal wieder besprechen, wie das denn in so Extremfällen ist, ne? Genau, man muss das besprechen. Maximal zwei oder drei und dann ist Schluss. Das hatten wir ja am Anfang, das hatten wir anfangs immer und davon hat man sich abgewandt, ne? Ja, aber die Frage ist, wie man so ein Rennen, wo sieben vorne fahren und der Rest geht raus. Ja, ja. Ist das Beste? Gerade wenn die scheiß BMWs mitfahren. Man kann ja morgen einfach mal in die Gruppe schreiben, so ob die Leute okay sind, ob es okay ist und wir einfach nur das Rennen wiederholen. Ehrlich aus. Die einzige Lösung, ehrlich. Ja, aber es kann jetzt nicht sein, dass das so ein Scheiß alles für den Arsch war, so. Und mein Komplett, also Jens und ich, dann noch nicht mal Punkte fahren. Jo. Und sagt, mein Team ist quasi komplett raus. Also ich finde, wie gesagt, ich verstehe die Regel auch irgendwo, aber wenn sieben Leute betroffen sind, vier müssen raus, drei haben Motor, steht in der ersten Runde, kann man ja gucken. Das sieht man ja, wenn jeder am anderen hinten reinkracht, dann muss man einfach irgendwo Schlussstrecke gehen. Auch wenn es Regeln sind, aber will man so Rennen fahren, ganz ehrlich, das will man auch nicht sehen, das ist keine Werbung, so ein Rennen. Ja. Ja, man muss wie halt gesagt, also Grenzen, muss man neu verhandeln, finde ich. Ja. Da ist das bestimmt heute bestimmt auf jeden Fall. Das aber glaube ich auch so gemacht. Generell ist das Sonntagabend PlayStation Network. Das ist eh so ein Ding, ne? Die Uhrzeit, das ist. Aber es geht das halt. Das ging ja eigentlich immer gut. Ja. Das war ja aber heute ist was. Ist halt die Internetlastigste Zeit auch irgendwie. Ja, ich denke eher Samstag, oder?
Nee, und Sonntagabend sind die meisten Leute zu Hause. Ich guck mal, wann bei eBay Gebote auslaufen. Fast einmal Sonntagabends. Dazu seine Gründe. So 8, 9 Uhr oder so. Gut. Ich werde jetzt mal wieder in die andere Party gehen. Ja, ist klar. Ne, tut mir leid, dass das so doof gelaufen ist. Ihr wisst ja, ich kann auch nichts für, oder keiner sagt ja auch nicht, ne? Um Gottes Willen. Ist doof gelaufen. Tut mir auch furchtbar leid, ich weiß, wie scheiße das ist. Gut, also wir werden das mal besprechen und ich wünsche euch noch viel Glück. Gutes Gelingen, gute Aufholjagd auf jeden Fall. Vielleicht später noch, ne? Alles klar, macht es gut, ciao. Jo, ciao. So, und jetzt sagen wir mal, dass die BMWs nicht overpowered sind, Alter. 10 Sekunden Vorsprung haben die jetzt schon. Also, für mich gibt es eigentlich jetzt so zwei Lösungen. Entweder das Ding wird wiederholt oder es wird annulliert. Eins von beiden. Also, ja, wenn das einfach so ist, ja die Regeln. Das ist halt so. Was willst du jetzt machen? Du kannst, das können wir nicht mehr ändern. Das wäre aber schon die Regel. Und da steht das Rennen, egal was passiert, das Rennen durchgezogen, kein Restart. Und dann was willst du halt noch ändern? Das ist halt so. Naja, klar, aber. Du hast es ja gerade selbst gesagt, also das ist, irgendwo muss ein Schlussstrich. Ja, ich finde es scheiße, aber ich bin noch nie Präsident. Kann halt nichts ändern. Ich denke, es wird so gewertet, weil wir fahren jetzt auch eine Stunde. Kannst du nicht sagen, wie die jetzt alle gefahren sind, sind der Arsch. Das geht auch nicht. Unsere Zeit auch nicht opfern müssen. Das Monsterrennen wurde auch wiederholt, aus irgendwelchen Gründen. Das weiß ich nicht, warum. Ja, gut, da gab es ja noch andere Regeln. Jetzt wird auf jeden Fall gehandhabt, kein Restart, mir egal, was passiert. Ich weiß ja nicht, mal gucken. Aber vielleicht gibt es ja doch eine Neuigkeit, mal gucken. Aber heute wird es kein Ergebnis, denke ich, geben. Komm, wir gehen mal eben in eine andere Party. Ich muss dann die Bilder von den Autos und so mal rüberschicken. Dann kann ich ein bisschen eine Homepage weitermachen. Ja, die sind dann nämlich, glaube ich, nicht Full HD, obwohl doch in die PlayStation verschickt. Das ist egal, ich will die ja. Obwohl, okay, doch, wenn ich einen Screenshot mache, ist es Full HD. Komm, ich mach mal eine neue Party. Jo. Bis später, Jungs, sorry, gell? Alles gut. Tut mir leid. Das bin ich. Das ist noch viel Erfolg, es kommt noch vielleicht rein. Bis später. Viel Glück. Ja. Boah, Mann, kotzt mich das an, ey. Einmal ein Rennen, wo ich vielleicht eine Chance habe, Top 3, 4 zu werden. Oh Mann. Hab mich echt gefreut auf das Rennen, ehrlich. Ich mich auch. Das erste Lenkradrennen, voll Bock, viel trainiert. Ich glaube, insgesamt habe ich trainiert 15 Stunden. Wenn's reicht. Mit Mikey 2x 3 Stunden. Ja, 2x 2 Stunden auf jeden Fall. Und dann habe ich ja für mich noch trainiert. Oh Mann, ey. Vor allem muss ich jetzt noch reparieren: Aufhängung und Aerodynamik vorne. Ja, das geht, da kannst du weiterfahren. Motorschaden ist wieder. Ja, ich weiß schon. Boah, das kostet mich so an, ehrlich. Wir haben ja so viel gemacht und getan und das mit den Stabis dann rausgefunden, was uns viel Zeit gebracht hat, beiden. Also wir haben wirklich viel gemacht. Jetzt gibt's auch links da einen Fehler in der Liste. Dauernd wechselt es hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Oh Mann, ey. Was ein Bug. Beste Wille. Nein, nein! Das dreht sich von mir eben. Kannst du nichts machen, das ist kacke. Das ist echt kacke. Ja, ich weiß, aber das ist halt echt für die Tabelle für uns, weil, also ich bin mir sicher, wir könnten aufsteigen für die Qualität, aber wenn die Eisbären jetzt erstmal punktemäßig werden, erstmal vorab sein, weil da komme ich jetzt vorne nicht mehr dran. Der kotzende Eisbär, der Bud Spencer, die Klima. Keine Chance. Also müssen zumindest zwei Motorschäden haben, bringt das ja noch eine Chance hin.
selber keinen verursachen noch dazu. Boah, die Adrenalin ist fuck mich ab, ey. Das ist echt kacke jetzt. Und vor allem ja, vorne drei BMWs. Naja. Der M20 ist eigentlich auch nicht so schnell. Ja, aber der ist halt vorne ohne Schaden. Also einen habe ich schon mal kassiert, den Ludiger, der hat sich ja gedreht. Ich meine, jetzt 8er erstmal. Ich gehe da noch ein, zwei Minuten. Der Mike, der ist ja noch nicht sehr lang, so den könnte ich vielleicht kriegen. Der ist vor mir auf dem. Der drin. Boah, was haben wir denn von der Linie, Alter? Krasse Scheiße. Ich frage mich gerade, wo ihr schon seid. Gleich wieder starten Ziel. Geil. Ich bin nicht mal in der Steilkurve. Aber bald. Ich bin nochmal einen Franzen am Arsch jetzt. Ja, den packst du locker. Wenn du jetzt keinen Fehler machst, kriegst du den. Der ist nicht so gut wie du. Ja, den Mike habe ich jetzt nur noch 3 Sekunden. Also was ich denke ich, habe ich bald hoffentlich. War echt geil, ich glaube ich war 10 Sekunden in der Mikey gestanden. Ich kam nicht mehr vorbei, ich wusste nicht hin. Ich stecke nur hinten dran wie als in der Startaufstellung. Oh, was für ein geiler Zweikampf, Alter! Was für ein geiler Zweikampf! Hab doch keinen Unfall, der Rest ist egal. Ah, der Mike fährt mit Pet. Und jetzt hab's ne ausbeschleunigt. Ja, Mike hat mich auch vorbeigesehen, hab ihn geliebt. Ich bin jetzt 7. Nach 14 Sekunden auf Platz 6.
Aber weiß ja nie, vielleicht gibt's ja noch einen Motorschaden von den Kollegen. Aber mich wundert, dass ich mit dem Setup noch so weit vorne mitfahren kann. Das liegt ja auch am Fahrer, ne? Manchmal. Bisschen. Ich will halt, dass das Auto nie am Arsch hinten rutscht. Ich will halt, dass es stabil bleibt, ne? Ja, ich habe auch am Setup gar nicht so viel geändert. Hauptsächlich an den Stabis haben wir geschraubt und das hat uns viel gebracht. Ich habe vorher nie 52er Zeit, jetzt war ich eigentlich in die Runde. Mal gucken.
Komm, tank, 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 Baby. Tank, tank, tank. Komm, komm, komm. Du jetzt halb voll gemacht wieder oder? Ja, halb voll, halb voll, halb voll, halb voll. Geh da rein. Sorry, kannst du vergessen, mein Freund. Schaut Spencer hinter dir oder was? Nee. Achso. Franzen, vor mir. Ah, okay. Geiler Zweikampf mit dem, geil. Oh, ist da rausgeflogen, aber nicht wegen mir. Naja. Ja, ist er abgeflogen oder was? Ich glaube ja. Das wäre mal 10 Sekunden hinter mir, aber das war nicht meine Schuld. Davor war ich halt innen. Wenn er halt, kann er halt nicht reinziehen, muss er halt dicht machen. Wenn er es nicht macht, nicht mein Problem. Jetzt haben wir noch, gehen wir noch vor dem Kotzen den Eisbär raus.
Alter, 26 Sekunden Vorsprung, das ist eine andere Klasse, Alter. Ja, scheiß M6. Ich war mit Reifen, die 7 Runden oder 6 Runden alt sind, ist so schnell mit Bad Spender gerade frisch aus der Box. Mhm. Schade, ehrlich. Aber ich muss jetzt zwei. Ja, ich bin erstens Stint 8 und dann bin ich 6, glaube ich, gefahren. Ja, ich hab nur 6. Die Reifen nicht so weit in der Luft. Also einen dritten kann ich halten, aber mehr ist nicht drin, kannst vergessen. Also die BMWs, die ziehen so weg.
positiv ist es wenigstens ein gleiches Team. Weil wir gehören zusammen. Es vielleicht ganz gut so, dass wenigstens noch das andere Team ist. Dazu kommt noch John Coffey, die drei bilden mein Team. Das war gerade übelst beschissene Zeiten, hey. Unglaublich. Ich bin jetzt im Windschuh von Frassen. Was? Vom Franzen, M-Franzen bin ich in dem Shop. Sauber! Bis auf 7, ne? Ja, vor mir fährt der Franzen und der Bud Spencer 30 Minuten vorne dran ungefähr. Hat ganz andere Linie als ich, haben wir uns ab ein bisschen berührt, aber nichts passiert, kein Schaden. Ja, mit diesen Franzen kannst du geile Zweikämpfe machen. Will ich ja gar nicht, ich bin weg. Ja, das war ein bisschen unglücklich. Egal, nichts passiert. Ah, jetzt hat er einen kleinen Fehler gehabt, hab 2 Sekunden Vorsprung. Ich weiß nicht, wie der getankt hat und ob der vielleicht mehr Sprit schon hat. Das ist, muss man alles am Ende sehen, wo ich rauskomme, keine Ahnung. Ja. Aber ich muss noch viel tanken. Ich tanke immer nur für 6 Runden aktuell, weil ich wollte von denen nicht so weit weg sein. Wie viel hast du Verbrauch? Wie viel hast du Verbrauch? Worin weißt du das? Wie viel Prozent? Also Kommastellen? Dezimal? Scheiße. Also ich hatte nach zwei Stints, nach 6 Runden hatte ich noch 3,5 übrig.
Da schwer jetzt reinfahren, da hatten wir schon immer einen Unfall gehabt. Lieber einen sicheren dritten als versuchen auf den zweiten zu kommen, das schaffst du eh nicht. Jetzt muss die Frage, wie viel ich jetzt tanke. Komm. Hab mich am ersten Martin Stank voll Spender vorbei gebremst. Da fahre ich rein, ich fahre in zwei Runden rein und tank ich auch voll, genau. Einfach total aggressiv. Irgendwie wegkommen vom Bud Spencer.30 Sekunden Vorsprung. Scheiße. Aber wenigstens hatte ich diesmal zwei Kämpfe. Das wird nächstes Mal hoffentlich noch besser. Hoffe ich. So, 7 Minuten. Oh, mein Gott.
Auf, komm. Auf, komm, 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 komm. Ich hab voll getankt. So wie es aussieht, den Franzen habe ich im Sack, dann habe ich das Nachbox-Stopp noch 2,5 Sekunden Vorsprung. Bad Spencer 3 Sekunden vor mir, also Platz 5 ist sogar noch drin, hätte ich nie gedacht. Ich hoffe, der muss noch einmal an die Box, dann hätte ich es geschafft, dann wäre ich 5. Franzen habe ich eben mit schlechten Reifen am Schluss 8 Sekunden noch abgenommen. Ist gut. Der hat nur eben nicht tanken müssen scheinbar, deswegen ist er jetzt wieder auf 3 Sekunden dran. Aber ich gebe alles, Platz 5 ist noch drin. Wäre sogar noch akzeptabel nach dem Start. Ja. Hätten wir ein paar gute Teampunkte auf jeden Fall. Den Kotz dann noch ein paar Punkte abgenommen. Dann hätten wir in der Super mit mir Zweiter. Dann. Ja, er ist rausgerutscht, Platz Spencer ist weg. Vorbei, vorbei, vorbei. Ja. Jetzt, vier, Fünfter. Sauber. Wie viel hast du auf dem Vierten? 27 auf kurz mehr. Der einzige von den, ja, ihr vier seid, glaube ich, die einzigen, die ohne Schaden so losgekommen sind. Ich bin, ich hatte, nee, ich hatte auch Schaden. Ich hatte linke Aufhängung und Aerodynamik vorne. Ja, aber ich meine jetzt, wo richtig großen Schaden, glaube ich, war nicht so viel. Ja. Also ich glaube, Bud Spencer ist auch nicht der beste Fahrer. Zum Glück. Also wenn ich jetzt keinen Fehler mache, ist es eigentlich reichen für Platz. Einfach weiter vorne, wie bisher, hoffe ich. Sicher durchfahren. Also ja, ich habe mir tatsächlich auf den Motorschaden, ich habe mir keinen Schaden eingefangen oder sonstiges. Nix. Also auf Kotzbär habe ich jetzt 17 Sekunden fast, 16,5. Hätte der natürlich nochmal tanken müsste, hätte ich vielleicht noch eine Chance, wenn sich einmal rauswirft. Dafür, dass ich die Strecke kaum trainiert habe, geht's eigentlich. Ja, es ist halt einfach alles scheiße einzuschätzen, weil es halt auf jeden Fall fehlt. Es ist einfach. Man kann gar nicht sagen, wie gut oder schlecht man ist heute. Finde ich. Ich glaube, ich fahre jetzt durch. Von der Zeit her. Ja, ich fahre auch durch. Ich geh nicht mehr rein. Ich fahre jetzt eine Runde halt mehr. Ich fahre jetzt 7 Runden mit Super, weil ich mich ausgerechnet habe. Weil, wenn die Zeit abgelaufen ist, gibt's ja jetzt die Runde nicht mehr. Von daher. Kann ich ja nicht eine Runde zu wenig Sprit haben, weil es gibt's ja nicht. Ach so? Immer wenn die Zeit abgelaufen ist, bist du sofort im Ziel, egal ob du zum Teilkampf fährst oder nicht, weil es geht jetzt nach Zeit eben nach, nach Runde vom Führen. Okay. Schauen wir mal, wie es wird hier.
natürlich der Startbug. Das. Ah. Ist kacke. Da trainieren die Leute extra dafür und da wird nicht restartet, obwohl dort vier Leute den Startpack hatten. Wobei, ich fahre mal eine Box rein, scheißegal. Erste werden, geht nicht mehr. Puh, jetzt habe ich Glück gehabt. Der Franzl hat mich nochmal eingeholt, hat mich doch überholt, weil ich einen kleinen Fehler hatte. Jetzt hat er es vor mir komplett weggedreht. Ich bin nur ein bisschen ins Grün gekommen, habe aber kein Gas gegeben, bin ein bisschen gerutscht außen, habe dann rollen lassen, dann ist vorbei. Und jetzt hat er sich selber eingeschlagen. Ich bin, ja, hab Druck gemacht und so, und jetzt hat er nicht gehalten. Du musst Räder wechseln. Schneller! Ach, komm, 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 komm. Wie viel haben ich? 8 Sekunden Vorsprung. Jetzt müsst aber reichen hoch. Ich hab auch bloß 8 Sekunden, aber egal. 10. Habt ihr da noch einladen hier? In Party kurz? Die ersten drei? Die ersten drei, glaube ich, interviewt, ja. Ja, das sagst du so mit den M3, das ist M6 meine ich, ja, das ist heftig. Hast du keine Schnitte? Ja, was bringt ja nichts, weil ich sag, wenn die auch nehmen können. Ja, aber wenn jeder den da M6 fährt. Da müssen wir durch. Ja, aber nee, aber ins Allgemeine, du hast gegen den M6 keine Schnitte. Auch beim offiziellen ESL-Turnier hast du keine Schnitte, ja, gegen den M6, das ist das Problem. Ja. Und wenn dann jeder den M6 nimmt, wird es langweilig, da kannst du eine kleine M6-Lobby, ja, aufmachen. Stimmt schon. Aber es ist halt so, ja. Müssen wir durch. Da muss Michael mehr trainieren. Der Alban Barbo ist, glaube ich, sogar schneller als Coffee, glaube ich. Ich glaube, wenn nächste Woche Coffee mitfährt, er nicht, und Alban Barbo ist eigentlich der dritte Fahrer, dann haben wir mehr Chancen für den Sieg. Wonder Jenkins ist auch immer noch viel gut. Ja, da muss halt Jens und Michael noch mehr trainieren jetzt auf der nächsten Strecke und hoffen, dass sie nicht rausfliegen. Michael, kein Problem, der war schneller als ich, der, ja, ist ja über 50er Zacken gefahren, also das kann. Ja, deswegen halt kacke jetzt. Ich bin mir auch sicher, der wäre mindestens Dritter geworden. Der wird super Zeiten. Ich hätte sogar, denke ich, gegen Gunnar Jenkins eine Chance gehabt. Also ich denke mal, so gut, also ich denke mal, die Fahrzeuge haben auf kurvenreichen Strecken einen Vorteil. Auch was Michael fährt hier, der Mitsubishi, die haben auf kurvenreichen Strecken einen Vorteil. Wie es dann aussieht, auf Monza oder so, die Strecken halt, ist Schnee. Ja gut, jetzt die nächste Strecke hat ja viele Geraden. Ja. Was haben wir denn noch? Noch zwei Runden muss ich fahren. Ja, passt. Sprundleien. Wer ist letzter, der Mike, oder? Ich sehe es noch nicht. Achso.
Ich glaube, der Eisbär ist genau mein Niveau. Der kurzt, der, ja, der ist unser Niveau ungefähr. Der hält sich, also ich fahr zwar weg, aber nicht zu schnell. Ich habe irgendwie immer den gleichen Abstand zu ihm. Also ich denke, wenn es jetzt so ausgeht, kann ich noch unter den Umständen kann ich noch damit leben, bis raus. Ich fahr jetzt auch auf Sicherheit. Ich habe ja, 10 aus Mike. Ja, ich hab definitiv, das ist nur noch eine Runde. Wenn ich jetzt hier durchkomme. Es geht denn da auf der Eis und kann da weiterfahren? Ich verstehe das nicht. Ja, das hat er bei mir auch gemacht, wo ich schneller war, als von ganz hinten aufgeholt habe. Der macht fast zu vorsichtig. Ja, ja. Er braucht doch bloß ab von der Ideallinie gehen. Vom Gas runter gehen, in Linkskurve ist, rechts außen fahren, fertig. Aber ich habe jemanden überrundet, das ist alles, was zählt. Ja. So, letzte Runde für mich. Los geht's. Bud Spencer und CK, die Eisbären auch, und beide vor Franzen, also der scheint mehrere Fehler noch eingebaut zu haben. Nochmal ist es bis auf Platz 18 gerutscht. Oh, eine 1,51er Zeit, yeah. So, noch 25 Sekunden. Ich glaube, ich bin der Erste im Ziel, weil ich glaube, der Kotzbär schafft es noch. Ja, der Erste, der durchgewogen wird. Aber ich mache keinen Drift, weil ich glaube, ich bin. Ich muss doch noch eine Runde fahren, dann. Dann war es ja nie. Mhm. Heutzutage mit den Lobbys. Da fahre ich einfach normal durch, ganz langsam. Habe ja 18 Minuten Vorsprung. Obwohl, jetzt wird nicht angezeigt, letzte Runde, wo es halt abgelaufen ist. Bei mir hat es angezeigt, letzte Runde. Wer noch mit? Runde 32. Ach doch, bin ich abgewunken worden, aber ist fertig. Ja, ich sehe es, Fünfter, schönes Ding. Hast du gut vorgekämpft. Ja, ja, wenn Jens da mitgefahren wäre, wären 100 Punkte. Michael wäre auch Dritter, Vierter. Ich hätte eine Schlocke gelassen, ist zwar selbes Team, aber, ne, wisst ihr. Müssen zwei Kämpfe ran. Aber auch voll mit, aber Erster, Zweiter kannst du vergessen, also die sind zu krass. Ich bin schon schnell. Ja, es sieht doch gut aus. Platz 3 bis Platz 7, alles Vantage. Ach, der Express ist rausgegangen. Ja. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Kriegt ja auch keinen Punkt, weil die rausgehen, kriegen auch nicht mehr Punkt für den letzten Platz. Ist auch geändert worden. Und zack, Motorschaden ins Ziel. 47 Sekunden, Alter. 47 Sekunden dahinter. Sonst muss ich mal gucken, ob ich eine Freundstandfrage gleich krieg. Oder nicht. Ah, Kacke.